Wohnen allein in Deutschland, die geplant sind. 10.000 Menschen sind allein für diese Demo am Brandenburger Tor angemeldet. Sie wollen dabei, das sehen wir hier auf fast allen Bildern, auch auf Maske und Abstand achten. Live-Bilder, die uns erreichen vom Brandenburger Tor, und unsere Reporterin Daniela Will, die ist ebenfalls genau dort. Was wir auf diesen Bildern auch schon sehen, Daniela, Schmuddelwetter heute in Berlin. Es regnet mal wieder. Wie läuft denn die Fridays for Future Demo trotz dieses Wetters an bislang? Ja, es ist natürlich fraglich, ob das Wetter vielleicht dafür sorgt, dass der ein oder andere fernbleibt, dass die Teilnehmerzahl dann doch nicht ganz so hoch ist, wie man das erwarten würde. Du hast es gerade angesprochen, es werden natürlich bestimmte Hygienevorschriften eingehalten hier. Man hat hier gerade die Veranstaltung zwar noch nicht offiziell eröffnet, aber die Moderatorin hat schon mal angekündigt, das offizielle Programm wird sich ein bisschen verzögern. So lange hat sie auch noch mal darauf hingewiesen, den Abstand einzuhalten, Mund und Nase, beides, das ist auch ganz wichtig, hier zu bedecken. Und trotzdem kann es natürlich auch sein, ja, dass der ein oder andere, der vielleicht zur Risikogruppe gehört, auch deswegen, also aufgrund einer Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus, dieser Demonstration heute fernbleibt. Insgesamt die Zahl von 10.000 Teilnehmern, die angemeldet ist, ist ja auch schon viel, viel kleiner, als wir das zum Beispiel im vergangenen Jahr gesehen haben. Da waren es ja teilweise 100.000, oder die Veranstalter haben sogar von 240.000 Demonstranten hier am Brandenburger Tor bzw. auf der Straße des 17. Junis gesprochen. Also in diesem Ausmaß wird das heute sicherlich nicht stattfinden. Wir hören gerade im Hintergrund, das Ganze wird auch musikalisch untermalt. Man versucht also trotzdem eine möglichst, möglichst bunte Veranstaltung, natürlich aber ganz im Sinne des Klimaschutzes, beziehungsweise um ein Zeichen für den Klimaschutz hier zu setzen, ablaufen zu lassen. Und das ist natürlich nicht die einzige Aktion, nicht die einzige Aktion in Deutschland und auch nicht die einzige Aktion international, wie der folgende Beitrag zeigt. Es ist die wohl nördlichste Demonstration für den Klimaschutz. Maya Rose Craig steht auf einer Eisscholle im Nordpolarmeer. Ein Forschungsschiff von Greenpeace hat die 18-Jährige auf dem Weg Richtung Nordpol mit hierher genommen. In der Arktis lässt sich eindrücklich zeigen, wie verwundbar das Ökosystem der Erde ist. Das Meereis ist in diesem Sommer überdurchschnittlich stark geschmolzen. Doch Politiker, so der Vorwurf der jungen Aktivistin, sähen nur tatenlos zu. Meine Generation ist mit dem Gedanken an den Klimawandel aufgewachsen. Er ist Teil unserer Zukunft. Je älter wir werden, desto drängender ist unsere Forderung nach Veränderung. Da die Erwachsenen nicht handeln, müssen wir es selbst tun. Und zum entschlossenen Handeln rufen Klimaaktivisten heute auf. Allein in Deutschland soll unter dem Motto "Kein Grad weiter" an mindestens 400 Orten demonstriert werden. Weltweit sind rund 2.500 Streiks geplant. Trotz steigender Infektionszahlen inmitten der Pandemie. Fridays for Future verteidigt den Weg zurück auf die Straße. Wir haben uns im April entschieden, unseren globalen Aktionstag ins Internet zu verlagern und eben Verantwortung zu übernehmen, um das Infektionsrisiko nicht zu erhöhen. Zu dem Zeitpunkt war total unklar, wie sind überhaupt Infektionsketten, wie sehen da die Wege aus. Jetzt haben wir uns aber auch entschieden, Verantwortung wieder zu übernehmen. Verantwortung dafür, dass die Erderwärmung gerade nicht völlig in Vergessenheit gerät. Schon Ende August hatten sich die Gesichter der Bewegung Greta Thunberg und Luisa Neubauer mit Bundeskanzlerin Merkel getroffen, um die Einhaltung der Klimaziele einzufordern. Man könne nicht bis zum Ende der einen Krise warten, um die andere anzugehen, so die Argumentation. Dieser können einige, aber nicht alle, etwas abgewinnen. Ich finde gerade halt auch zur Zeit von Corona muss man auch das überdenken. Und ich denke auch viele Leute kommen auch auf das Umweltthema zurück. Die Menschen haben momentan ganz andere Sorgen. Es geht erstmal um die Existenzen und um den täglichen Lebensunterhalt. Das ist, steht an erster Stelle. Sei es Corona oder die Umwelt, beides ist so eine Gefahr für uns als Menschen. Deswegen sollte man beides gleichrangig ansehen. Damit es erst gar nicht zu Diskussionen über Abstand und Masken kommt, die die inhaltlichen Forderungen überschatten könnten, haben die Aktivisten die Teilnehmerzahlen stark reduziert. Alles wird viel kleiner ausfallen. Bilder von großen Demonstrationszügen wie im vergangenen Jahr werden sich wohl nicht wiederholen. Nachfrage an Daniela Will. Sie ist vor dem Brandenburger Tor. Daniela, wie sehr hat denn Fridays for Future jetzt unter Corona gelitten? Und damit meine ich nicht die Teilnahme heute und weil das wochenlang ausgefallen ist, sondern auch argumentativ. Viele sagen ja, durch Corona ist die Klimaschädlichkeit deutlich zurückgegangen. Ja, das ist richtig und ich konnte mich auch
auch gerade mit dem Bundessprecher von Fridays for Future unterhalten, habe ihn dementsprechend auch gefragt, ob möglicherweise jetzt die Forderungen andere geworden sind, ob sich irgendetwas auch an den Argumentationen geändert hat. Und er hat gesagt, nein, das Ganze ist immer noch gleich geblieben. Und auch auf die Frage hin, ja, ob zum Beispiel jetzt erst die Wirtschaft oder das Klima gerettet werden müsse, weil wir natürlich auch wissen, dass Klimaschutz Geld kostet und das Geld ja jetzt eben viel auch in die Wirtschaft fließen muss, hat er gesagt, das Ganze muss Hand in Hand gehen und man könne zum Beispiel jetzt eben nicht die Wirtschaft retten ohne diese ganzen unterstützenden Mittel, also diese Finanzmittel, die auch jetzt in Unternehmen fließen, nicht daran zu knüpfen, möglicherweise das Ganze auch nachhaltiger zu investieren, in den Umweltschutz zu investieren. Also das ist eben auch nochmal eine ganz klare Forderung und deswegen bleibt Fridays for Future dabei. Die Klimakrise ist eine Krise und da schwingt natürlich auch gleich der Vorwurf mit. Die Corona-Pandemie, die wurde ja eben auch als Krise gehandhabt. Die hat man eben entsprechend auch wirkungsvoll versucht zu bekämpfen. Und da habe die Regierung ja auch gezeigt, dass sie handlungsfähig ist. Und genau deswegen müsste man jetzt eben auch den Klimawandel als Krise erst einmal anerkennen. Also wie gesagt, der Vorwurf, das habe man bisher noch nicht ausreichend getan. Und wenn man das dann tun würde, dann könnte man eben auch hier handlungsvoll dagegen etwas tun. Also eins ist ganz klar, der Protest in Berlin am Brandenburger Tor. Daniela, der ist lautstark. Ich danke dir für deine Einschätzung momentan. So, zugeschaltet ist mir jetzt Clemens Traub. Früher ist er mit Fridays for Future selbst auf die Straße gegangen, jetzt Kritiker der Bewegung. Herr Traub, aber nicht etwa, weil Sie den Klimawandel leugnen, sondern aus welchen Gründen? Nee, ich leugne den Klimawandel in keiner Weise. Mir geht es darum, ich war anfangs begeistert von dieser Bewegung. Ich habe gemerkt, da ist eine Jugend, die aufsteht und was gegen den Klimaschutz tun möchte. Aber je häufiger ich dann auf Demonstrationen war, desto mehr ist mir aufgefallen, wie überheblich diese Bewegung ist, wie elitär sie auch auftritt. Und ich habe gemerkt, ich komme aus einem kleinen pfälzischen Heimatdorf, dass Fridays for Future dort kein Thema ist, dass zwischen meiner Unistadt, wo ich studiere, und zwischen meinem Heimatdorf, dass da zwei Welten sind, die aufeinanderprallen. Und auch dort haben ganz viele Leute gesagt, da sind junge, bürgerliche, privilegierte Menschen, die Klimaschutz machen wollen, an der Lebensrealität ganz vieler Menschen vorbei. Also Klimarettung aus Ihrer Sicht in Deutschland zumindest bei Fridays for Future nur ein Thema für gut Betuchte? Es geht ganz stark um die Frage, wie Fridays for Future auftritt. Wichtig für Fridays for Future ist, dass sie verstehen muss, dass man Klimaschutz nur gelingen kann, wenn man wirklich die ganze Breite der Bevölkerung hinter sich versammeln kann. Und ich habe häufig den Eindruck, dass Fridays for Future das noch gar nicht erkannt hat. Es geht darum, aus den eigenen Wohlfühlzonen herauszukommen. Es geht darum zu akzeptieren, dass es viele Menschen gibt, die Geringverdiener sind, die vom Land kommen, die vielleicht von sehr heftigen, von einschneidenden Klimaschutzmaßnahmen nicht profitieren würden, sondern ganz im Gegenteil, dass sie sogar die Lasten dieser Maßnahmen tragen müssten. Und diese Selbsterkenntnis, diese Selbstkritik ist ganz, ganz wichtig, damit Fridays for Future als Bewegung wahrgenommen wird, die auch wirklich inklusiv ist, die sozial ist. Was haben Sie denn mitbekommen? Wie organisiert sich Fridays for Future? Also wir haben allein heute 400 Demos etwa in Deutschland. Gut, einige sind abgesagt wegen Corona, aber viele finden statt. Das muss ja geplant werden. Das kostet Geld. Woher kommt das Geld und wie läuft die Organisation innerhalb von Fridays for Future? Viele Leute stellen sich häufig vor, dass das geregelt ist wie bei Parteien. Das stimmt nicht. Es ist so, es gibt viele lokale Gruppen und innerhalb dieser lokalen Gruppen gibt es dann Sprecher. Und es ist tatsächlich so, dass sehr vieles auch lokal organisiert und geregelt wird. Und das Lokale spielt eine ganz große Rolle. Problematisch ist dann nur, dass von Fridays for Future ganz häufig nur wirklich die großen Aushängeschilder wahrgenommen werden. Ob das eine Greta Thunberg ist, ob das eine Luisa Neubauer ist. Und ich habe häufig persönlich die Erfahrung gemacht, die Leute, die vor Ort was bewegen wollen, die vielleicht zum Beispiel im Stadtrat sitzen, die machen teilweise wirklich gute Politik, aber die allermeisten Leute können sich nicht identifizieren mit den großen Reden von Luisa Neubauer und von Greta Thunberg über die Systemüberwindung oder den Systemsturz. Ich stelle mir nur gerade einen Bandarbeiter bei VW beispielsweise vor, der Angst davor hat, dass sein eigener Job durch Corona wegrationalisiert wird. Ich glaube, der kann sich in keiner Weise mit einer Systemüberwindung identifizieren. Aber dieser Personenkult, den Sie da ansprechen, warum unternimmt man da nicht was, wenn Fridays for Future trotzdem eine Jugendorganisation ist, die sich sozusagen lokal, wie Sie es beschreiben, organisiert? Warum sagt man nicht, wir wollen da andere Menschen sprechen sehen, wir wollen diesen Personenkult nicht mehr, wir wollen unsere Themen anders verkaufen? Die Personen werden natürlich auch ganz stark hofiert von den Medien. Also eine Luisa Neubauer oder eine Greta Thunberg, das sind ja mittlerweile absolute Popstars. Also damit generiert man Klicks, damit
generiert man Reichweite. Und häufig ist es dann so, dass das die direkten Ansprechpartner sind. Aber dadurch entsteht der fatale Eindruck, dass Fridays for Future wirklich nur aus diesen beiden Personen besteht. Und dass Fridays for Future nur aus den Positionen besteht, die Luisa Neubauer oder Greta Thunberg auf Klimakonferenzen zum Vorschein bringt. Und das ist problematisch. Ich bin auch der Meinung, dass aus der Bewegung heraus ein Ruck kommen muss von Leuten, die sich davon distanzieren, die sagen, wir sind vielseitiger als Greta Thunberg und Luisa Neubauer. Wir haben viel mehr zu bieten. Wir wollen eine soziale, eine inklusive Klimabewegung sein, die wirklich die Lebensrealität aller Menschen kennt und die auch wirklich versuchen, irgendwann eine Klimademonstration hinzubekommen, in der sowohl die Hochschulprofessorin als auch der Kfz-Mechaniker Seite an Seite gegen den Klimawandel auf die Straße gehen. Also mehr Leute mitnehmen. Sie sagen immer noch wir. Inwiefern schadet denn jetzt die Corona-Krise dieser Organisation Fridays for Futures oder auch dem Protest allgemein? Eben nicht nur, weil Aktionen ausfallen, sondern eben auch, weil viele argumentieren, ja, die Klimaschädlichkeit hat sich doch durch Corona weltweit reduziert. Es ist ganz, ganz wichtig zu begreifen, dass es zurzeit eine gefährliche Spaltung in unserer Gesellschaft gibt. Auf der einen Seite gibt es Leute, die das Privileg haben, weil sie sehr bürgerlich sind, denen es gut geht, die große Klimaapokalypse immer noch als das dringlichste Thema unserer Zeit zu sehen. Aber ich in meinem eigenen Bekanntenkreis erlebe wirklich, wie Selbstständige, wie viele Leute, die Geringverdiener sind, gerade merken, wie ihre eigene Welt zerstört wird. Und Fridays for Future muss wirklich auf die Seite dieser Leute gehen. Sie müssen Solidarität zeigen. Sie müssen sich auf die Seite der Leute bewegen, die gerade diese ganz existenziellen Sorgen haben. Das Allerfatalste wäre jetzt, wenn der Eindruck entstehen würde, dass es eine Art Konkurrenzkampf gibt zwischen auf der einen Seite Fridays for Future und die Klimabewegung und auf der anderen Seite Corona und besorgte Menschen, die Angst um ihre Existenz haben. Weil ich glaube, dass Fridays for Future die Ersten sind, die davon absoluten Schaden nehmen würden. Sagt Clemens Traub, früher mit Fridays for Future auf der Straße unterwegs, jetzt Kritiker der Bewegung, aber nach wie vor natürlich Klima- und Umweltschützer. Ganz herzlichen Dank. Gerne. Pendler müssen sich am kommenden Dienstag in ganz Deutschland auf Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr einstellen. Zu den